Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Die Gastritis ist eine entzündliche Veränderung der Magenschleimhaut, die von allgemeinen Magenbeschwerden bis hin zu starken Schmerzen im Oberbauch führen kann. Die häufigsten Symptome sind Magendruck, brennende Magenschmerzen, Sodbrennen, Übelkeit und Appetitlosigkeit. Eine Magenschleimhautentzündung kann im chronischen Fall gefürchtete Komplikationen mit sich bringen, nämlich schwere Schleimhautschäden, die sich in einem Magengeschwür, also in einem Ulkus, in Magenblutungen oder in einem Magendurchbruch äußern können. Wenn es zu inneren Blutungen aus der Magenschleimhaut kommt, dann kann sich dieser Zustand im Erbrechen von Blut, im sogenannten Teerstuhl, also Stuhl mit Blutbeimischung, und in einer Blutarmut aufgrund der Blutverluste durch die inneren Blutungen zeigen. Je nach Ursache unterscheidet man drei Formen der chronischen Gastritis. Die Gastritis Typ A wird als Autoimmungeschehen bezeichnet und macht 5% der chronischen Magenschleimhautentzündungen aus. Und zwar bildet der Organismus Antikörper gegen die Belegzellen der Magenschleimhaut und zerstört sie. Wenn jedoch die Zahl der Belegzellen immer weniger wird, dann nimmt auch die Menge der Magensäure mit der Zeit ab. Ein Magensäuremangel mit all seinen katastrophalen Folgen kann entstehen und dazu hatte ich ja schon ein Video hochgeladen, das verlinke ich euch hier oben. Und da die Belegzellen auch den für die Vitamin B12-Aufnahme notwendigen Intrinsic Factor produzieren, kann es außerdem zu einem Vitamin B12-Mangel kommen. Die Gastritis Typ B soll 80% aller Gastritis-Erkrankungen ausmachen. Es ist jene Form, die man dem Helicobacter pylori zuschreibt. Das Bakterium soll Stoffe bilden, die direkt in den Stoffwechsel der Belegzellen eingreifen und sie auf diese Weise zu einer übermäßigen Säureproduktion anregen. Da aber die halbe Menschheit den Helicobacter pylori in sich trägt, kann dieser nur dann Schaden anrichten und sich in die Magenschleimhaut eingraben, wenn das Immunsystem aufgrund der Ursachen, die ich noch nennen werde, entsprechend geschwächt ist. Und die Gastritis Typ C entwickelt sich aufgrund von regelmäßig eintreffenden Reizen, die der Magen nicht mag und die ihn irritieren. 15% aller Magenschleimhautentzündungen sind davon betroffen. Und zwar gehören zu den eintreffenden Reizen Medikamente wie beispielsweise nicht-steroidale Antirheumatika, wie die Acetylsalicylsäure, die die Regenerationsfähigkeit der Magenschleimhaut reduziert und die Blutungsneigung erhöht. Aber auch manche Antibiotika sowie Alkohol, Schimmelpilzgifte unter anderem. Die Gastritis kann gefürchtete Komplikationen mit sich bringen, nämlich schwere Schleimhautschäden, die sich in einem Magengeschwür, einem Ulkus, in Magenblutungen bis hin zu einem Magendurchbruch äußern können. Die 6 Hauptursachen für Magengeschwüre sind folgende. Erstens raffinierte Lebensmittel und Öle, der Verzehr von zu viel raffiniertem Getreide, das Gluten, oder zweitens entzündungsfördernde Pflanzenöle enthält, kann die Magenschleimhaut reizen und sie anfällig für eine Infektion mit Helicobacter pylori machen. Wie toxisch tatsächlich das raffinierte Speiseöl ist, das Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Drittens die langfristige Einnahme von Antacida oder auch PPI schwächt die wichtigen Magensäuren, wodurch sich dann wiederum auch hier der Helicobacter pylori ausbreiten kann. Auch Schmerzmittel reizen die Magenschleimhaut. Viertens, ein Mangel an Vitamin E oder Zink kann auch zu Blutungen und oxidativen Schäden im Magen führen. Fünftens, emotionaler Stress kann auch die Kampf- und Fluchtreaktion des Körpers auslösen, denn durch Stress wird Cortisol aktiviert und Cortisol erhöht die Magensäure, selbst wenn sich kein Essen in dem Magen befindet. Und dieses Cortisol kann dann eine Magenerosion verursachen, da es die Schleimhautschicht, die den Magen schützt, schwächen kann. Letztendlich kann das dann zu Geschwüren und zu saurem Reflux führen. Und sechstens, Alkoholkonsum oder Rauchen können das Immunsystem schwächen, was zu einer überreaktiven Entzündungsreaktion und einem höheren Infektionsrisiko mit Helicobacter pylori führt. Mit den folgenden 5 bis 6 wichtigsten Vitaminen und Naturheilmitteln können Magengeschwüre dauerhaft geheilt werden, indem die Grundursache des Problems behoben wird. Erstens Zink-L-Carnosin. Dies ist eines der wirksamsten Nahrungsergänzungsmittel zur Heilung von Magengeschwüren, denn Zink und Carnosin wirken zusammen, um die schädlichen Bakterien im Magen, also die Helicobacter pylori, zu zerstören, die die Magengeschwüre verursachen können, während sie gleichzeitig die Schleimschicht im Darm heilen, um weiteren Schaden zu verhindern. Zweitens frisch gepresster Kohlsaft. Wer nach einem kostengünstigen Heilmittel für Magengeschwüre sucht, könnte Kohl als natürliches Heilmittel in Betracht ziehen. Alle Kohlsorten enthalten eine starke Schwefelart, und zwar das S-Methylmethionin, das als Vitamin U bekannt ist.
Studien haben gezeigt, dass es die Schleimschicht im Magen regeneriert und eine Schutzbarriere bildet, sodass Magengeschwüre heilen können. Dazu dreimal täglich einen halben Kohl mit dem Slow Juicer entsaften. Die durchschnittliche Heilungszeit beträgt 7 bis 8 Tage, verglichen mit 42 Tagen bei Verwendung von Standardmedikamenten, die auf lange Sicht sogar ein Magengeschwür verursachen können. Drittens, Manuka-Honig. Diese medizinische Honigsorte aus Australien oder Neuseeland namens Manuka ist teurer als normaler Honig, da er einzigartige heilende Verbindungen enthält, die Bienen aus dem Manuka-Strauch extrahieren. Um Magengeschwüre zu lindern und zu heilen, sollte man 1 bis 2 Esslöffel Manuka-Honig zu sich nehmen, der laut Etikett mindestens 10 UMF enthält. Er wirkt wie ein natürliches Antibiotikum und hilft, die schädlichen Bakterien zu zerstören, die sich in die Magenschleimhaut eingraben und Geschwüre verursachen. Er ernährt auch die freundlichen Mikroben, die im Darm leben, die ebenfalls helfen, die Auskleidung der Magenzellen zu reparieren und das Wiederauftreten von Geschwüren zu verhindern. Viertens, Sulforaphan-Glucosinolat. Brokkolisprossen sind Brokkolipflanzen, die erst 2 bis 3 Tage alt sind. Diese Sprossen enthalten extrem viel Sulforaphan, bis zu 100-mal mehr als ausgewachsener Brokkoli. Dieser natürliche Pflanzenstoff schützt nachweislich die Zellen, die den Magen auskleiden, vor den schädlichen Auswirkungen von Schmerzmitteln wie Aspirin oder Ibuprofen. Er tötet auch Helicobacter pylori ab, sodass die Magenschleimhaut auf natürliche Weise heilen kann. Mein Video dazu, wie man Sprossen heranzieht, werde ich euch hier oben gerne verlinken. Fünftens, Mastix und Rotulmenextrakt. Man könnte jeweils bis zu 2000 Milligramm davon verwenden, um die Magenschmerzen zu lindern und die Blutung und Heilung der Geschwüre zu fördern. Rotulmenextrakt enthält Schleim, eine gelartige Substanz, die Geschwüre umhüllt und eine Schutzbarriere bildet, die für eine schnellere Heilung sorgt. Mastix wirkt auf ähnliche Weise, lindert aber auch Entzündungen im Magen und verhindert, dass Helicobacter pylori das Problem verschlimmert. Beide können aber auch ersetzt werden durch das Micellen-Kurkumin, wie hier zu sehen ist, und den ostafrikanischen Weihrauch, also den Boswellia catiri, in Extraktform. Mein Video zum Weihrauch und seinen Eigenschaften verlinke ich euch hier oben nochmal. Die zwei letzten würden also das Mastix ersetzen und die Aloe Vera würde den Rotulmenextrakt ersetzen. Man kann das Gel sehr gut in einen Smoothie mischen. Ein Video dazu kann ich euch hier ebenfalls verlinken. Sextens, Probiotika. Das sind lebende, freundliche Bakterien und Hefen, die in unserem Verdauungstrakt leben und eine gesunde Verdauung unterstützen. Studien zeigen, dass diese Mikroben eine Rolle bei der Förderung der Schleimsekretion und der Sicherung der engen Verbindungen in den Magenwänden spielen, um vor Geschwüren zu schützen. Ganz besonders wirkungsvoll sind hier der Lactobacillus reuteri und das Narine-Probiotikum. Eines meiner Videos zum Narine-Probiotikum verlinke ich euch hier oben nochmal. Ja, und alternativ könnte man natürlich auch mehr fermentierte Lebensmittel wie zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi oder auch Kefir essen, da diese reich an Probiotika und Präbiotika sind. Hier mein selbstgemachter Kefir. Was nun noch eines der Hauptsymptome der Gastritis betrifft, und zwar das Sodbrennen, so sollte man wissen, dass Sodbrennen sowohl bei einem Magensäuremangel als auch bei einem Magensäureüberschuss entstehen kann. Bei der Gastritis Typ A entsteht mit der Zeit ein Magensäuremangel, in welchem Fall man Salzsäuretabletten, also Betain-Hetrochlorid, einnehmen könnte, als auch vor jeder Mahlzeit etwas Apfelessig in ein Glas Wasser oder am besten noch den Schwedenbitter, um so eine bessere Verdauung zu gewährleisten. Bei Magensäureüberschuss jedoch, also im Falle einer Gastritis Typ B oder Typ C, wäre das natürlich kontraproduktiv und anstelle von PPI oder Antazida sollte man eine Mineralerde in Form von Zeolit oder Bentonit einnehmen. Denn diese neutralisiert nicht einfach nur die überschüssigen Säuren, sondern verbessert zudem noch das Gesamtmilieu im Verdauungssystem, indem es Toxine bindet und über den Darm ausleitet. Auf diese Weise trägt die Mineralerde auch zur Regeneration der Magenschleimhaut bei. Wenn aber beides nicht helfen sollte, also weder der Apfelessig noch die Salzsäuretabletten noch die Mineralerde, dann könnte es an einer Refluxgastritis liegen und die entsteht bei einem Rückstau von Galle bei einer Verstopfung der Gallengänge. In diesem Fall sollte man Tazka nehmen. Ein Video dazu, wie man Gallensteine los wird, dies kann ich euch auch nochmal verlinken. In jedem Fall ist es wichtig, den Körper wieder in sein gesundes Gleichgewicht zu befördern. Sämtliche irritierende Speisen wie Zucker, Weißmehl, Fastfood, Transfette, alle denaturierten Nahrungsmittel komplett zu meiden, sich stattdessen natürlich gesund, ketogen oder mindestens Low Carb zu ernähren, ausreichend Sonne und Vitamin D zu tanken, als auch das heilende Infrarotlicht,
indem man eben jeden Tag rausgeht oder mindestens im Winter eine Infrarotsauna verwendet, da diese nicht nur sehr heilsam ist, sondern auch entspannend wirkt, was ganz besonders wichtig ist, um den Cortisolspiegel unter Kontrolle zu bringen und letztendlich natürlich auch das intermittierende Fasten zu praktizieren. Denn das hilft mehr als alles andere bei der Heilung von Entzündungen. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.